Was ist 2023 neu bei den Kastenwagen? Darüber will ich dir in diesem Video berichten. Ich war ja auf der Messe, auf dem Caravansalon und habe mich richtig gut umgeguckt. Und ich sag dir, andere sagen, bei Wohnmobilen hat sich gar nichts getan, aber es hat sich total viel getan. Das Erste. Es gibt Lieferschwierigkeiten bei Fiat. Das bedeutet, ganz viele Hersteller schauen sich um nach anderen Basisfahrzeugen. Ich habe interessante Modelle gesehen auf MAN.de. Okay, der war letztes Jahr schon am Start bei einigen Ausbauern. Aber fast alle Hersteller haben inzwischen Kastenwagen auf Ford Transit. Das ist spannend, weil der ist von der Höhe etwas anders. Er ist etwas schmaler. Ja. Und dadurch gibt es neue Ausbauideen. Und dazu habe ich gesehen, mehr Mercedes, mehr Renault Masters. Und ab und an gibt es nochmal einen Iveco-Kastenwagen, aber nicht so viel. Fiat und Citroën natürlich auch. Das sind die meisten, also die wichtigsten Neuigkeiten. Dazu kommt gewaltige Preissprünge bis zu 10.000, 15.000 Euro pro Modell. Das ist natürlich für 2023 keine gute Nachricht. Und es ist immer noch unklar, wie lange die Wartezeiten sind. Bis zu 2 Jahren könnt ihr rechnen aktuell. So, jetzt aber ein Blick auf die Neuigkeiten bei ausgewählten Herstellern. Ich sag euch, es ist so viel, deshalb habe ich mich auf die wichtigsten beschränkt. Kastenwagen gibt es für 2023 in allen Variationen. Durch die neuen Basisfahrzeuge gibt es auch Lösungen, die wir vorher nicht gekannt haben. Es wird geklappt und bewegt und geschoben. Und das muss man sich genau angucken, ob das was für einen ist. Was haben wir noch? Lithium-Batterien gibt es teilweise bestellbar am Werk. Das ist eine richtig gute Nachricht. Es gibt mehr Fahrzeuge mit Dieselheizung, auch gleich ab Werk. Es gibt sogar schon Fahrzeuge, Kastenwagen, die du mit Trockentrenntoilette bestellen kannst. Und ja, natürlich, es gibt das normale Heckbett. Es gibt Klappdächer für fast alle Modelle mittlerweile. Weinsberg hat sogar eins für den Ford entwickelt. Es gibt Hubbetten, es gibt mehr Kastenwagen mit Hecksitzgruppe, als ich hier gesehen habe. Also anscheinend haben letztes Jahr die Leute auf der Messe danach gefragt. Und zwar vom kurzen Fahrzeug bis zum 6,36 Meter Fahrzeug. Also es hat sich unheimlich viel getan. Es ist so spannend. Ich nehme dich jetzt mit und wir gucken auch in verschiedene Fahrzeuge rein. Jetzt kommen wir zu den Kastenwagen von Bürstner. Mit Bürstner, die sind mir letztes Jahr schon sehr positiv aufgefallen. Ich verfolge sehr interessiert die Entwicklung. Und für den Caravan-Salon in diesem Jahr haben sie im Modelljahr 2023 ein Fahrzeug auf Ford vorgestellt, den Lineo. Der hat einmal, ist er sehr schön hell, wirkt sehr freundlich. Aber für große Menschen die gute Nachricht: Du hast ein Bett, das über 2 Meter groß ist, also 2 Meter lang, und du hast auch eine Stehhöhe von 2 Meter. Also, wenn du groß bist, dann schau dir mal die neuen Bürstner an. Dazu haben sie als Showcar ein Lineo, also ein Ford-Kastenwagen, vorgestellt, der elektrisch angetrieben wird. Das ist nur ein Showcar, Reichweite 300 Kilometer, dann muss er ungefähr 8 Stunden aufladen. Aber im Innenraum hast du den ganz normalen Ausbau von Lineo, also den Lineo-Ausbau, und es wird dir nichts weggenommen. Bürstner zeigt hier, wo die Reise hingehen kann. Ihr wisst vielleicht, letztes Jahr hat ja Knaus auch schon das Elektrowohnmobil vorgestellt. Auch hier hat sich was weiterentwickelt, haben die Verantwortlichen erzählt. Also
Es geht weiter in Richtung alternative Energien, aber es ist noch nicht bestellbar. Die ersten Fahrzeuge sind nur im Campingbusbereich. Einmal bei Pössl, bei VW, da gibt es schon Elektrofahrzeuge. Letztes Jahr hat ja Bürstner den Kastenwagen mit Gasantrieb vorgestellt. Das war auch ein Showcar. Also in dem Unternehmen schaut man sich wirklich an, wo die Reise hingehen kann. Was war noch? Sie haben ein Renault, also der Delphin ist zurück, aber neu konzipiert. Das heißt, es ist ein Renault, eine Renault-Basis, die wurde mit einem neuen Grundriss versehen bei Bürstner. Und das Fahrzeug ist auch dieses Jahr auf den Markt gekommen. Es gibt einen Kastenwagen mit Hecksitzgruppe, den Eliseo. Und der hat richtig viel Stauraum. Es ist ein 6,36 Meter Fahrzeug. Du hast die Hecksitzgruppe, du hast ein Bett, was runterfährt. Du kannst die Hecksitzgruppe umbauen, also mit 4 Leuten fahren. Du hast 4 Sitzplätze, 4 Schlafplätze. Aber das Bett oben, also was runterfährt, hat eine Länge von 2,04 Meter. Also auch wieder für große Leute interessant, die ein großes Bett suchen. Mir hat das Fahrzeug gut gefallen und ich habe dazu ein eigenes Video gemacht. Das verlinke ich dir in diesem Video. Also schau es dir an. Und was du noch machen kannst, die Bürste, also die sind echte Hingucker, diese neuen Bürstner Kastenwagen. Ich kriege keine Werbung von denen, keine Sorge, ich fahre immer noch meinen alten Kasten weiter. Die sind außen inzwischen richtig peppig. Also du hast Folierungen, du hast schöne Farben. Und du hast ab dem Modelljahr 2023 auch die Möglichkeit, dein Fahrzeug mehr zu individualisieren. Also das heißt, du kannst Folierung, Farben, alles noch zusätzlich wählen. Das heißt, Bürstner hat sich seine Zielgruppe richtig gut angeguckt. Globetraveler. Das hat mir richtig gut gefallen. Im letzten Jahr haben sie schon den kurzen vorgestellt auf 6 Meter. Den hatten sie dieses Jahr leider nicht dabei, aber sie haben den Globetraveler Explorer, die längere Version dabei gehabt. Und der hat mir sehr gut gefallen. Du hast einen Einzelsitz, du hast ja das Bett hinten im Heck neben dem Bad. Also Globe baut ja andere Grundrisse. Und wenn du in dieses Fahrzeug reingehst, dann hast du ein richtig großes Raumgefühl. Ein Teil der Küche ist auf der Seite von der Schiebetür, ein Teil der Küche ist auf der anderen Seite. Der Möbelbau von Globe ist schlicht, aber qualitätvoll. Und wenn du einsteigst, dann hast du ein richtig großartiges Raumgefühl. Dieses Fahrzeug fand ich für mich super spannend, wenn ich das nötige Kleingeld hätte. Also es fängt bei 80.000 Euro an, so wie bei anderen Kastenwagen ja auch. Aber das, was auf der Messe war, das hat 100.000 Euro gekostet. Aber es war es wert. Es war ein sehr schöner Hümer. Ist zwar kein Kastenwagen, aber ist so cool, dass ich darüber unbedingt sprechen muss. Hümer hat dieses Jahr auf der Messe für 2023 den Venture S vorgestellt. Vielleicht erinnert ihr euch auf einem der vergangenen Caravan-Salons, ich glaube, es ist 3 Jahre her, Spacey. Wir wurden in eine riesige Halle eingeladen, das Licht wurde dunkel, es kam Musik, Nebel und auf einmal stand da dieses Fahrzeug und hat uns umgehauen. Von der Form her, von den Materialien her, Ideen aus dem Vanlife-Bereich mit umgesetzt. Also das Fahrzeug, die Rückwand zum Beispiel, klappt komplett weg nach oben und nach unten als Terrasse zum Beispiel. Dadurch, die Sitzgruppe ist im Heck, dadurch sitzt du quasi im Freien, im Bad, neue Materialien verbaut. Der Venture S, eine Kombination Hümer und BASF. Geschlafen wird in so einem futuristischen Hochdach, das klappt nach oben automatisch und du denkst, du bist im Science Fiction. Auch die Werbung, die sie machen. Okay, die Fahrzeuge sind kein Schnäppchen, du musst schon gut über 200.000 Euro anlegen. Dafür hast du Batterien satt,
eine Basisfahrzeug von Mercedes, einen spannenden Grundriss, diese neckische Treppe nach oben, zu diesem Dach, was sich da nach oben bewegt. Der war in zwei Varianten da. Ich konnte leider nicht filmen, war nicht einfach, aber es gab Leute, die haben den bestellt. Und ich kann es gut verstehen, das ist ein ganz spannendes Fahrzeug. Also der Venture S. Das ist aber nicht das Einzige, was Hümer hatte. Bei den anderen Kastenwagen haben viele gar nicht gesehen. Bei den anderen Kastenwagen hat man im Inneren das Design grundlegend verändert. Also es kommen Materialien wie Filz zum Einsatz, Hintergründe wie Holzplanken. Also man hat sich im Selbstausbaubereich bei Vanlifern einiges abgeguckt und dadurch wirken die Hümer, die Kastenwagen. Es gibt helle, es gibt dunkle. Also sie wirken sehr ansprechend und gemütlich, also die ich gesehen habe. Und natürlich wird auch die spannende Serie für Familien fortgesetzt. Also das ist die Sonderedition Blue, die auf Mercedes, auch leider kein Schnäppchen, aber punktet mit sehr, sehr viel Ausstattung. Knaus. Knaus hat letztes Jahr Kastenwagen auf dem MAN vorgestellt und da haben sie die Produktlinie weiter ausgerollt. Das Spannende war aber, dass Knaus auch zwei andere Fahrzeuge mit vorgestellt hat, die sich auch Kastenwagenfahrer unbedingt anschauen sollten. Die sind nämlich kompakt. Das eine ist ein VW, wo ein Klappdach, ein ganz spannendes Klappdach nach oben fährt und auch das Bad ausgeklappt wird. Der ist schmal, du hast fast die Vorteile von einem PKW und wenn du stehst, dann wird alles ausgeklappt. So wie früher bei manchen Wohnwagen. Vielleicht kennst du das noch. Und dazu kommt ein teilintegrierter, der schmal ist, der auch klappt, der ganz viele Vorteile vereint zwischen Kastenwagen und Wohnmobil. Und auch andere Hersteller haben diese neuen kompakten Teilintegrierten im Programm. Und wenn du auf der Suche nach einem Fahrzeug bist, dann guck dir das auch mal an. Kastenwagen haben unendlich lange Lieferzeiten. Das ist der Grund, warum jetzt diese neue Lösung entwickelt wurden. Auch bei Weinsberg hat man sich mit dem neuen Ford Transit beschäftigt und hat einen Kastenwagen ausgebaut. Dieser startet bei 50.000 Euro. Von der Länge her bist du knapp unter 6 Meter, je nach Ausbau, was du wählst. Und was bei Weinsberg besonders ist, also sie haben mehr Stauraum als im vergleichbaren Fiat im Ford geschaffen. Und Weinsberg hat es auch geschafft, für das Modelljahr 2023 ein Klappdach für den Ford zu konzipieren, also das Klappdach, was sie hatten, weiterzuentwickeln für dieses neue Fahrzeug. Also Familien, die sich einen Ford bestellen wollen, schaut bei Weinsberg rein. Ansonsten gibt es auch bei Weinsberg die neuen Modelle der schmalen Teilintegrierten und dieses neuen Vehicles auf VW mit diesem Sonderklappdach. Genau wie beim Markenbruder Knaus. Also bei diesen Herstellern habe ich das Gefühl, sie haben sich wirklich mit der Problematik beschäftigt. Der Pressesprecher hat berichtet und auch der Vorstand. Es wird nur noch 50% Fiat geben, weil die Fahrzeuge nicht auf den Hof kommen. Das ist ein ganz großes Problem der Hersteller. Sie müssen aber, das bedeutet auch eine extreme logistische Herausforderung. Sie bauen die Fahrzeuge bis zum, also die kommen überhaupt nicht. Die Produktion, wie sie bisher funktioniert hat, entweder kommen die Fahrzeuge nicht oder dann fehlen Teile. Sie fahren mehrfach rein und raus. Sie brauchen viel mehr Lagerfläche. Geld ist gebunden. Und deshalb wurden dort auch sehr viele neue Grundrisse entwickelt in ganz kurzer Zeit. Aber auch bei langjährigen Kastenwagenherstellern hat sich was getan.
Pössl nimmt zum Modelljahr 2023 einige Modelle aus dem Programm. Dafür wird die Baureihe vom Schein ausgebaut. Den haben sie ja letztes Jahr vorgestellt in der kurzen Version. Das ist der mit dem Schwenkbart, also es ist ein Summit-Schein, der mit dem Schwenkbart und mit dem möglichen Panoramadach und dieser Kopf, also die Ablage über den Köpfen, die kann wegfallen. Beim kurzen Fahrzeug, also ich nutze diesen Stauraum sehr, also ich brauche den auch, da sind bei uns ganz viele Sachen drin, wir fahren ja einen kurzen Kastenwagen, aber es gibt Leute, die fühlen sich dadurch beengt und bedrängt und stoßen sich immer den Kopf. Also das kam sehr gut an bei den Kunden, also wird die Scheinreihe weiter ausgerollt. Und es gibt auch neu im Modelljahr 2023 einen Schein, der ist 6 Meter lang und hat Einzelbetten. Zusammen mit dem Schwenkbad. Natürlich, die Sitzgruppe ist dadurch reduziert. Allerdings hast du dafür ein 6 Meter Fahrzeug mit Einzelbetten. Und was Pössl in diesem Jahr auf der Messe auch noch vorgestellt hat, ist die vollelektrische Schiebetür. Gab es ja schon mal einen Versuch. In diesem Jahr war es dabei. Im Schein ist das möglich. Ich habe immer noch die Zuzielhilfe, funktioniert bei mir nach 7 Jahren immer noch einwandfrei. Und ich konnte mich auf der Messe, ich habe immer damit rumgespielt. Tür auf, Tür zu, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Es ist wirklich eine schöne Sache. Und hoffe, dass das auch sich wirklich weiter durchsetzt. Dann freuen sich alle, wenn du mit dem Kastenwagen kommst. Ach ja, die Preise für den Spaß. Also der Roadcamp R, mein Fahrzeug, startet bei 51.000 Euro. Die Scheins, je nach Ausstattung, auch bei 52.000 Euro. Also ihr seht auch bei Pössl, dem Preis-Leistungs-Sieger hat sich einiges getan. Clever hat dieses Jahr eine Punktlandung vorgelegt. Für 2023 wurde nämlich ein Clever auf einem Mercedes vorgestellt. Und das bei Clever. Dort haben sie neue Ideen auch gedacht. Auch in diesem Fahrzeug, was nur als Showfahrzeug zur Verfügung stand, wann und wie das in die Produktpalette reinkommt, wurde nicht kommuniziert. Der Mercedes, super schick, mit interessanten Lösungen. Startet bei 80.000 Euro und da haben sie ein neues Klappbad entwickelt. Also so wie auch bei anderen Herstellern, die Toilette hat großzügig Raum und ist abgetrennt. Und für die Dusche wird dann nochmal vom Heckbett was weggeklappt und dann ausgeklappt und du hast eine große Duschfläche. In dem neuen Clever ist die sogar aus Edelstahl, also hat mir gut gefallen und ich kann mir vorstellen, dass man das auch gut nutzen kann. Ebenso haben sie einen neu entwickelten Renault vorgestellt, auch der mit dem Klappbad. Ansonsten bei Clever immer neue Sachen, also Lithium-Batterien jetzt mit aufgenommen, neue Farben mit aufgenommen. Es gibt einen Händler, der baut schon eine Trockentrenntoilette ein. Preis-Leistungs-Verhältnis passt wirklich. Also sind immer interessante Ideen dabei bei Clever. Ja, und man hat sich den Markt angeguckt und die Herausforderungen und reagiert. Und mal sehen, wo die Reise hingeht. Mir hat letztes Jahr der Clever Sunny so gut gefallen. Das war ein Kassenwagen, der war bei 30.000 Euro angesetzt. Mir hat er aber auch gut gefallen, vor allem wegen dem Grundriss. Das war ein kurzer Kastenwagen mit einem schmalen Bett, was man ausziehen konnte und einer Sitzgruppe davor. Also einem riesigen Schrank, einem großen Bad und dafür den vorderen Bereich anders konzipiert. Also es war ein kurzes Fahrzeug. Der war ja nicht lieferbar und wir hoffen alle, dass es den dieses Jahr, also zum Modelljahr 2023, wieder geben wird. War leider nichts für rauszufinden. Den Preis von 30.000 werden sie nicht halten können, aber selbst wenn der 40.000 Euro kostet, ist der ein ganz spannendes Fahrzeug. Also, ihr lieben Menschen bei Clever, macht doch mal den Clever Sunny weiter. Der hat mir richtig gut gefallen und kam auch bei anderen Leuten absolut super an.
Nicht nur wegen dem Preis. Habe ich ganz vergessen, euch zu sagen. Clever bietet ja einen echten fünften Sitzplatz an. Eine richtig gute Sache für Familien. Also es gibt einmal die Möglichkeit der Doppelsitzbank vorne. Also du hast einen Einzelsitz und eine Doppelsitzbank, die sich auch drehen lässt. Oder du hast bei anderen Modellen hast du eine verkürzte Küchenzeile und davor wird ein richtiger, ordentlicher Sitz eingebaut mit Isofix, den du auch als Erwachsener nutzen kannst. Und trotzdem kannst du noch außen einsteigen. Also gerade für Familien bietet Clever sehr gute Lösungen. Natürlich war ich auch wieder am Stand von Fubok. Die waren letztes Jahr das erste Mal auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf und haben sich vorgestellt. Bei Pamplona sitzt die Firma und sie bauen schon über 10 Jahre Campervans und Kastenwagen aus und haben eine hervorragende Qualität und ein ganz eigenes Konzept. Letztes Jahr sind sie auf den deutschen Markt gekommen. Die gute Nachricht, es gibt mittlerweile ein Händlervertriebsnetz. Das heißt, du kannst Kastenwagen von Fubok jetzt hier in Deutschland kaufen, wirst eingeführt. Und ich mache noch ein Video. Ich war ja bei denen in der Produktion. Und habe mir das genau angeguckt, wie sie Isolierung ist. Fubok, wenn dir das nichts sagt auf den ersten Moment, das sind die, wo die Dusche wegklappt. Das ist alles hochwertiges Material. Das Bett hinten ist zum Hoch- und Runterfahren. Auch die Toilette fährt weg. Also das heißt, sie haben ein ganz anderes Raumkonzept. Und für 2023 haben sie ein kurzes Modell entwickelt. Das nennen sie München. Also, wenn du einen kurzen Kastenwagen suchst, der ein bisschen anders gedacht ist, schau dir die Fahrzeuge von Fubok an. Auch Detlefs hat Kastenwagen weiterentwickelt. Sie haben ja letztes Jahr ihren ersten Kastenwagen vorgestellt. Dabei hat der Hersteller unendlich viel Erfahrung mit Kastenwagen. Die haben ja für andere Marken produziert. Tun es immer noch. Dieses Jahr haben sie neu einen Ford am Start, den Globetray. Und der hat einen Doppelboden, das heißt, das ist interessant, wenn es kalt ist. Und sie haben das Bad neu gedacht. Der Ford ist ja schmaler als der Fiat. Also gibt es dort Sie nennen es eine Wellness-Oase. Die Idee ist, es klappt was vom Heckbett weg und dadurch kann man die Dusche größer machen. Das Bad ist so konzipiert, du kannst immer aufs Klo gehen, da hast du genügend Platz, das Waschbecken ist auch da. Es gibt Faltwände und Schiebetüren und dann gibt es eben noch Module, die dazu klappen, wenn du das Bett weggeklappt hast und da bekommst du dann eine richtig ordentliche Dusche. Die Idee dahinter ist, duschen musst du nicht jeden Tag oder willst du vielleicht nicht jeden Tag im Kastenwagen. Und wenn du sie dann brauchst, kannst du sie umbauen. Und wenn du sie nicht brauchst, reicht dein Bad auch so. Das sind die Neuigkeiten bei Detlefs. Leica. Auch Leica stellt als Modell 2023 einen Kastenwagen mit Hecksitzgruppe vor. Und zwar eine riesige Hecksitzgruppe. Wir saßen auf der Messe mit 7 Journalisten da drin und es hätte sogar noch jemand Platz gehabt. Allerdings entfällt dadurch der Stauraum im Heck. Den haben wir nicht mehr gefunden. Das Bad ist an der Seite vor der Hecksitzgruppe. Der Spalt, also der Gang zwischen Küche und Bad ist sehr eng, aber du hast trotzdem ein gutes Raumgefühl durch diese riesige Hecksitzgruppe. Also wer sowas mag, schaut sich den Leica EcoVip an. Startet um die 65.000 Euro. Also, und ich meine, die Farben und die Verarbeitung von Leica sind schon Hingucker. Waren schöne Fahrzeuge auf der Messe. Auch LMC hat für das neue Modell ja einen Ford Transit vorgestellt. 55.000 Euro. Doppelboden, Stehhöhe 2,08 Meter, Heckbett, interessanter Grundriss. Ich war auf der Pressekonferenz, habe mir das Fahrzeug angeschaut,
Ich habe das, also bietet ein gutes Raumgefühl. Und ich meine, eine Stehhöhe von 2,08 Meter, das muss einem erstmal jemand nachmachen. Doorcamp. Doorcamp hat letztes Jahr auf der Messe Kastenwagen vorgestellt, die damals zu den günstigsten überhaupt gehörten. Das ist jetzt vorbei. Für dieses Jahr rufen sie Preise um die 50.000 Euro aus. Da stehen auch die anderen sonst günstigsten Fahrzeuge. Es gibt nur einen Italiener, da habe ich gesehen, der soll bei 40.000 starten. Also die Grundmodelle, alles ist teurer. Aber Joachim soll dieses Jahr liefern können und die Fahrzeuge sind schlicht, aber gut gemacht. Auch Megamobil bietet im neuen Modelljahr für 2023 wieder Neuigkeiten. Ist keine Überraschung, weil da sieht man eigentlich jedes Jahr Sachen, die es woanders noch nicht gegeben hat. Oder da gibt es einfach Möglichkeiten, individueller zu gestalten. Was sie dieses Jahr haben, sie haben einen 5-Meter-Kastenwagen. Sie bauen jetzt, wenn Fiat nicht lieferbar ist, auch Citroën und Opel um. Ist ja die gleiche Form. Es gibt einen kurzen Kastenwagen, 5,40 Meter mit Hecksitzgruppe und darüber ein Hubbett. Es gibt die Möglichkeit, ab Werk eine Trockentrenntoilette zu bestellen. Ja, und dann gibt es noch interessante Fahrzeuge auf MAN und auch VW. Also, Megamobil bietet wieder Neuigkeiten. Wer ein bisschen anderen Grundriss sucht, kann sich da gerne mal umschauen. Jetzt springen wir in die Luxusklasse. Alfa Van war natürlich auch auf dem Caravan-Salon. Vielleicht erinnert ihr euch, die haben letztes Jahr ihr Fahrzeug vorgestellt. Ein Allradkastenwagen mit sehr schön gemachtem Ausbau, um die 200.000 Euro. Inzwischen ist der Grundpreis natürlich gestiegen, aber die Ingenieure von Alfa Van, das sind ja zwei Ingenieure, die das gegründet haben, die haben sich mit ihren Kunden unterhalten und haben gefragt, was können wir ändern. Also das heißt, es gibt jetzt ein Moskitonetz für die Hecktüren. Es gibt, die haben ja diesen großen Laderaum unter dem Bett. Das haben sie nochmal verbessert. Dann haben sie Fenster reingemacht, weil da könnte man ja auch den Hund reintun. Oder manche Familien nutzen das auch als eigenes Schlafraum für die Kinder. Sie haben die Dinette noch mal ein bisschen umgebaut. Bei der Treppenstufe war noch was. Natürlich bei diesem Fahrzeug, der ist ja komplett gasfrei. Also wenn du ein gasfreies Kastenwagen suchst und das nötige Kleingeld hast, Alfa Van baut einen sehr schönen Mercedes Allrad. Aber natürlich sind wir hier im Bereich von den ganz langen Fahrzeugen. Mir hat er gut gefallen. Vielleicht dir auch. Sicher habt ihr es gehört, bei Robetta wurde ein Glamping-Kastenwagen vorgestellt, ein richtiges Luxusfahrzeug. Die Ralf Schumacher Edition, 270.000 Euro, ein langer Mercedes mit einer Lounge. Das Bett verschwindet in der Decke, dadurch, dass das mit einem Foto und mit Licht so schön gestaltet ist, merkt man das gar nicht, dass es da ist. Hinten ein riesiges, vollwertiges Badezimmer mit eigener großer Toilette und Dusche, jede Menge Spiegel, im Wohnraum ein Platz für den Hund, der musste sein und auch ansonsten alle Annehmlichkeiten. Das Fahrzeug ist auch, also als auf besonderen Kundenwunsch bestellbar, wurde auch gekauft. Aber ich kann mir richtig gut vorstellen, dass die Familie Schumacher mit dem Fahrzeug viel Spaß hat, weil es sind ja auch, die fahren ja auch, sind gerne unterwegs. Und der sah so aus, als könnte man dann drin super entspannen. Ansonsten auch bei Robetta habe ich gesehen ein kurzes Fahrzeug, wo das hintere Bett klappbar war und dadurch ein Sofa entsteht oder mehr Stauraum. Auch da einige interessante. Das war meine
also der Kurzrun zu den Kastenwagen 2023, zu den Neuigkeiten. Ich habe einen Blogbeitrag dazu geschrieben, sehr lange recherchiert. Also da findest du alles nochmal ein bisschen ausführlicher, auch mit Maßen und Geld und Angaben zu den Modellen. Das ist ja, versuche ich einmal im Jahr, es ist eine Mammutaufgabe. Bei den Preisen fangen wir in der Regel an bei 50.000 Euro. Jotty Line bietet einen kurzen Kastenwagen für 45.000 Euro. Jetzt ist durch mein Auge geflitzt, dass auch Foster irgendwas sagt, sie hätten den günstigsten. Als ich geguckt habe, fingen die auch bei 50.000, 55.000 Euro an. Im Moment ist extrem viel Bewegung im Markt. Also ich sage dir einen Preis und der kann sich morgen schon geändert haben. Ich habe ja diese Recherche über einen längeren Zeitraum geführt und auch in dieser Zeit waren Preissprünge. Also wenn du für 2023 ein Fahrzeug kaufst, du wirst einen Lieferzeitpunkt bekommen, der wahrscheinlich 2 Jahre ist. Wenn er kürzer ist, freust du dich. Aber wir haben die Erfahrung gemacht in letzter Zeit, Lieferzeiträume ist immer nur so eine Sache. Also das ist nicht in Stein gemeißelt. Es hat sich auch gezeigt, dass wenn die Basisfahrzeuge teurer werden, dass auch die Wohnmobilhersteller weitergeben an den Kunden. Also du bestellst zu einem Preis, ob der dann fix ist, das wünsche ich dir. Das wünschen wir uns alle. Du wirst neue Basisfahrzeuge sehen, das heißt neue Modelle, das muss ich erst alles einspielen. Wenn du dir einen Ford kaufen willst, checke unbedingt bei deiner Ford-Werkstatt in der Nähe, ob die überhaupt so große Fahrzeuge betreuen können. Weil ich kenne das bei uns, die Ford-Werkstatt, die hat noch nicht mal entsprechende Hebebühnen, um diese großen Fahrzeuge zu betreuen. Und das ist natürlich doof, wenn du erst ewig weit fahren musst, um deinen Kastenwagen in die Inspektion zu bringen. Weil Händler, also Hersteller und Basisfahrzeug hat ja verschiedene Gewährleistungen. Was musst du noch wissen? Der Markt bleibt spannend. Kastenwagen sind immer noch die größte, also die meistverkaufte Gruppe. Das haben wir ja gezeigt. Dadurch sind auch Hersteller jetzt im Kastenwagenbereich, die das früher nie gemacht haben. Über 50%. Ich erinnere mich noch an die Zeit vor über 10 Jahren. Da war ich der absolute Exot mit meinem Kastenwagen. War ja noch ein Familienkastenwagen. Und jetzt bin ich nicht mehr alleine. Aber die Begeisterung, ihr wisst ja, ich bin begeistert von diesen Fahrzeugen, die springt weiter über. Also dieser Kurzdurchlauf, auch andere Hersteller haben spannende Fahrzeuge. Informier dich gut. Schau nach der Zuladung. Also ganz wichtiges Thema wegen den verschiedenen Führerscheinen. Wie das weitergeht mit den erneuerbaren Energien, das ist noch völlig unklar. Aber vor allen Dingen hab Spaß. Freu dich, steig ins Fahrzeug ein, mach alles auf. Wenn dein Bauchgefühl stimmt, das muss stimmen. Es muss alles sagen, ja, hier bin ich zu Hause. Und dann ist es dein Kastenwagen. Das war's für heute. Mit den Neuigkeiten 2023 ein Mini-Überblick. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns, wir sehen uns und das Abenteuer liegt in der nächsten Kurve. Ideen dafür findest du in meinem Blog und auch noch viel mehr Angaben zu Kastenwagen. Tschüss, deine Katja.